Ich habe wirklich noch nie russisch gekocht, aber für euch mache ich es natürlich. Ich werde nämlich russische Pelmeni machen, das ist das gleiche wie polnische Pierogen. Und als erstes mache ich jetzt den Teig. Aus Mehl, Salz und ein Viertel Ei. Dann kommt noch Wasser dazu. Okay Leute, leider war der Teig jetzt viel zu flüssig, deswegen habe ich noch mal ein bisschen Mehl dazu. Und den Teig darf Muhi jetzt 5 Minuten lang kneten. Leute, sind Pelmeni jetzt eigentlich russisch oder polnisch? Jetzt muss der Teig 30 Minuten lang ruhen. Und währenddessen mache ich die Füllung aus Spinat. Und jetzt kommt der schwierigste Teil, nämlich das Formen und Befüllen. Kleiner Zwischenstand, so sehen die Pelmeni jetzt aus. Und jetzt werden die gekocht. Okay Leute, die Pelmeni sind fertig. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Also ich finde es richtig lecker, aber das schmeckt wie türkische Mante. Und was soll ich als nächstes kochen?